Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 28.11. Heute wird es auf jeden Fall zauberhaft, denn es gibt ein neues magisches Pony. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt. Wir schauen uns das gleich einmal ganz zusammen an und ja, sehen, was es sonst noch Neues gibt. Heute starten wir hier beim Zirkus, denn der Gute hat hier etwas vor, beziehungsweise er hat ein bisschen seinen Zauber herausgelassen und hat tatsächlich ein normales Pony in ein Sony verwandelt, beziehungsweise in ein magisches Pony, das nun Sony heißt. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Die Voraussetzung, die ihr dafür haben müsst, ist nicht schwierig, denn ihr müsst einfach beim Aufbau des Zirkus hier mitgeholfen haben. Und das ist ja eigentlich bei den ersten Quests so der Fall, also dürfte da nicht so viel im Weg stehen. Kosten tut es dann 550 Starcoins und es ist kein anderes Level notwendig dafür. So, nun schauen wir uns das kleine Kerlchen einmal an. Hier steht es. Irgendwie ganz niedlich. Halt ein Pony, ne? Muss man ja schon sagen. 550 Stärke 1, Agilität 1, Ausdauer 2. Es ist also eigentlich ein ganz normales Pony, mit dem man ganz normal reiten kann, Championate machen kann und so weiter und so fort. Das Sony ist ein fantastisches Wesen, auf das man nur im Zirkus der Träume von Girdis trifft. Obwohl es viele Gemeinsamkeiten mit dem Jorvikischen Pony aufweist, auf dem es auch basiert, verpasste Girdis ihm ein Zauberfell, das sich von aller natürlichen vorkommenden Ponys unterscheidet. Die scheint auch in gewisser Weise seinen Charakter beeinflusst zu haben. Denn es ist sogar noch sturer als das Jorvikische Pony und verweigert sich insbesondere durch Seifen zu springen. Okay. Die Verwandlung scheint allerdings keine Auswirkung auf den Appetit dieses kleinen Ponys gehabt zu haben. Denn es frisst, was ihm in die Quere kommt und ganz besonders gerne Liebesäpfel. Das Sony entstand auf Basis der Wünsche vieler Reiter auf Jorvik und ist ein Beweis für den mächtigen Zauber, der durch Verbundenheit herbeigeführt werden kann. Oh, wie schön. Also es haben sich anscheinend viele gewünscht, ein Pony zu bekommen, das besonders ist. Und hier haben wir es. Und ich denke, ich bin irgendwie sehr gespannt, wie es ist, mit dem Pony herumzuweiten. Und denke, dass es da wahrscheinlich ein Pferdekauf-Special geben wird. Heute vielleicht sogar im Laufe des Nachmittags. Es ist zwar wirklich anders. Komplett anders. Und ich hätte es als Urpony auch sehr, sehr cool gefunden. Und deswegen bin ich umso neugieriger, wie es ist, wenn man es gekauft hat. Und wie, ja, wie sich das denn anfühlt, mit diesem Pony herumzureiten. Mal sehen. Ich finde übrigens das Lilane, diese pandorische Magie hier vorne, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Was ist eure Meinung zu diesem Pony? Das wurde ja schon einige Tage jetzt vorher angeteasert und gesagt, ey, guckt mal, da ist irgendwas demnächst mit so einem Pony, das Sony heißt. Und ja, irgendwie eine sehr spannende Geschichte. Und ich bin auch sehr gespannt, ob da noch irgendwie vielleicht ein paar Quests im Laufe der nächsten Zeit kommen werden. Ansonsten, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr dieses Pony findet. Findet ihr das okay, dass so ein extravagantes Pony jetzt hier zu finden ist? Oder sagt ihr, das ist mir denn doch irgendwie zu viel Magie? Als Urpony wäre es irgendwie cooler gewesen. Eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Außerdem befindet sich der Pferdemarkt diese Woche hier in Silver Glade. Hier könnt ihr noch alle alten Modelle kaufen, die ihr gerne haben möchtet oder die ihr halt auch nicht haben möchtet. Ja, das war es auch schon diese Woche. Es gibt übrigens einen neuen Ladebildschirm. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als ihr euch eingeloggt habt schon. Ein sehr, sehr schönes Bild haben sie dort erstellt. Gefällt mir sehr gut. Sehr winterlich und sehr fjordig. Sehr, sehr hübsch. Ganz nach meinem Geschmack. Ich bin wirklich so gespannt, was ihr von den Ponys haltet. Ponys, es ist ja mittlerweile erstmal nur ein Pony. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass im Laufe der Zeit vielleicht nochmal ein, zwei andere Ponys dazukommen, die eine ganz andere Fellfärbung nochmal haben, die auch verzaubert worden sind. Wie gesagt, eure Meinung sehr gerne einmal in die Kommentare. Findet ihr es gut, so ein Pony? Oder findet ihr eher, es hätte lieber ein Urpony sein sollen, das sonst normal aussieht, sich aber dann wieder in den Wäldern oder so verwandelt? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es irgendwie sehr cool, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich hätte es als Urpony auch sehr, sehr gut gefunden, dass man dann doch so einen normalen Touch noch dabei hat, wie bei den Urpferden halt. Ein bisschen versteckte Magie halt, aber nicht so offensichtlich.
Dennoch bin ich wirklich gespannt auf dieses Pony. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, irgendwie hat es mir das angetan. Und ja, ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.